So, und damit das hier nicht wieder passiert, Keramikpaste ein kleines bisschen hier auf das Gewinde. Mehr braucht es nicht. Und dann wird das neue Teil mit den neuen Gummis hier zusammengeschraubt. So, wo soll es sonst hin? Gut, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie war das, wie geht es weiter? Die BMW R50 schreitet voran, ihr Lieben. Herzlich willkommen bei Nice S 36 und herzlich willkommen zum Teil. Ich schau mal eben kurz, welchen Teil wir denn eigentlich haben von der BMW. Ah, peng peng tu le tu. Was denn nun los? Keine Verbindung zum Internet? Nein, doch. Was geht hier ab? Ich werde es im Kommentarfeld bzw. im Videofeld nachliefern und dann auch entsprechend dieses Video mit einer Teilenummer versehen. Ja. Was habe ich gemacht? Wir sind fertig mit dem Rolling Chassis. Der Alexander braucht jetzt gleich erstmal kurz meine Hilfe mit seinem Christbaum, Tannenbaum oder sowas. Das zeige ich euch jetzt mal zuerst. Da ist er also, der Junior mit seinem Christbaum. Das sind alles LED-Streifen. Ja. Und das Ding, er hat es heute angehabt, nur ist bei mir der Akku leer gewesen und so weiter und so fort. Das werden wir euch aber nachliefern, ihr Lieben. Jetzt müssen wir das Ding hier erstmal irgendwo deponieren, dass er in... Wann machst du weiter? Ungefähr. Dienstag die Präsentation. Also am Dienstag holst du das ab, oder was? Na, können wir nicht. Bis platztechnisch und zeittechnisch halt möglich, dass wir es aufbauen in der Schule. Aha, aber du machst es dann mit dem Video? Das habe ich jetzt gerade gemacht. Das hast du jetzt gerade gemacht, alles klar. Dann werden wir mal schauen, ob ich euch das Video zeigen kann. Ob er mir das zur Verfügung stellt, wie das Ding aussieht. Das ist die Hölle. So, wir räumen mal kurz auf, dann machen wir hier weiter. Den Abschluss. So, jetzt habe ich wieder internen Ton. So, aufbereitet. Die kommen jetzt so rum hier drauf. Und dann ist das die Federvorspannung. Ja. Gut. Das ist dieses. Dann kommt ein relativ sauber aufbereitetes Aluminiumteil drauf. So. Dann kommt ein Gummi. Zwei Gummi. Drei Gummi. Und das ist natürlich jetzt ein Dämpfer, der fünfmal besser funktioniert als wie die alten.
Das sind die Anschlaggummis. 1, 2, 3. Jetzt kommt dieses Aluminiumteil hier oben drauf. So, dann kommt das Gummi. Das ist so curve-mäßig hier drüber. So, dann kommt die Feder rein. So rum. Die hat eine doppelt gewickelte Progressivität. Jetzt muss ich selber mal schön schauen. Ja. Dann wäre der Dämpfer einbaubereit. Die zwei Sachen brauchen wir später. Und genau das gleiche mache ich mit dem Dämpfer, mit dem hier auch. So, dann jetzt nehmen wir den hier einführen. So rum. Und da muss ich dann nachher noch diese Dingensbummens verdrehen. Machen wir mal so. Das muss hier oben rausschauen. Dann muss ich die Kappe hier drauf. Und dann muss die Mutter hier drauf. So weit. Und dann ist das hier die Schraube für den Stoßdämpfer. Und so schätze ich mal. Gut. Dann wäre das jetzt soweit erledigt. Jetzt machen wir die andere Seite auch noch gleich. Aber da muss ich erstmal schauen, wo ich die eine Schraube habe. Aber reinsetzen können wir ja schon mal. So. Das geht genau nach demselben Prinzip. Einführen. Man kann die schon mal nicht mehr weg. Gut, soweit. Jetzt kommt die Schraube hier rein. Alter Falter. Augenmaß wie ein Fisch auf dem Trockenen. Ja, ist egal, nehmen wir den da. So. Und hier oben haben wir 17. Jupp. Jetzt nehmen wir das auch gleich mal an. Also. Hier schraube ich gerade. So, andere Seite. Dann schauen wir mal nach dem Schraubendreher. Mal hier gegenhalten. Und dann. Aber das ist schon fest genug. So rum, Martin, so rum. Ach, gut. So, dann kommen hier diese Käppchen drauf. Und diese Käppchen haben Madenschrauben. Die fehlen mir. Und die zweite Kappe fehlt mir. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, war sie dabei? Oder hat sie gefehlt? Die wird irgendwo, ich glaube auch, dass mir eine Schachtel, ein Karton oder was auch immer noch abgeht. Aber das werden wir sehen, wenn wir weiter zusammenbauen. Jetzt kommen wir zum Justieren der Schwinge. Die muss auf jeden Fall gerade drin sitzen.
Die eine ist die Konterschraube und die andere ist die, die durchgeht. Das ist die Konterschraube. Die bleibt mal so locker. Ihr gestattet, dass ich das jetzt nicht im Einzelnen zeige. Das ist die Seite, die durchgeht, oder? Das muss ich, ja, das muss so sein, weil hier der Kardan durchgeht und da Öl, hier kommt ja Öl rein. So. Ich habe das hier jetzt mit dem Abstand schön in die Mitte gebracht, also gemessen. Da muss das Ding mit gewissen Newtonmetern angezogen werden. Die Muttern hier sind nur Kontermuttern. Die brauchen nicht so viel Drehmoment. Und dann kommen hier die Verschlusskappen drauf. Und nur damit ihr auch mal seht, was das für eine Heidenarbeit ist. Das ist ein 1200er Schleifvlies. Kann man da, ich meine, solche Kratzer kriege ich nicht raus, aber gerade das hier, wenn man sich das anschaut, ist eine Aluminium-Abdeckkappe, Abdeckschraube. Und das ist das, was aufhält. Da kann so mancher einer ein Lied davon singen. So, und dann sieht das Ganze wieder so aus und wird jetzt letztendlich hier aufgeschraubt. Andere Seite identisch. So, wenn wir dann das alles haben und das alles richtig ist, hätte ich das hier gerne nach hinten. Lässt sich ja gut drehen. Müsst ihr darauf achten, es gibt rechten und linken Stoßdämpfer, ganz einfach, weil diese Verstellung hier beide Male nach außen gehen. Wenn ihr jetzt den Stoßdämpfer hierhin baut, dann müsstet ihr ihn so rumdrücken und das geht nicht. Also darauf achten ist aber ganz einfach. So, hier hat er jetzt aus dem Überlauf einen Tropfen rausgelassen. Das ist aber nicht so schlimm. Das ist die Entlüftungsschraube, weil der ganze halt immer schräg gestanden ist. Gut. Dann fehlt eigentlich für ein Rolling-Chassis, was ich heute, ja eigentlich gestern schon haben wollte, nur noch eins. Und das wäre dieses Riesenteil hier. Das muss jetzt da dazwischen gehen, was es auch tut. Dann muss es hier hochgehen. Was es mit Sicherheit auch tut, wenn ich mich ein bisschen anstrenge, über die Trommelbremse, dann kommt die Verzahnung, passt. Dann haben wir hier diese verranzte, die werde ich mal probieren, ob ich die ein bisschen schöner kriege. Fein, das fluppt. Warum soll es auch nicht fluppen? So, der Alex fegt noch kurz seine Sachen zusammen und wir machen mal den Rundblick. Fangen wir hinten an. Ja, also Hinterrad ist drin. Es dreht sich auch. Ja, ist noch kein Öl drin und noch nicht Probe gelaufen und so weiter. Dann habe ich ohne euch hier den Schwingenabstand eingestellt. Rechts und links mit Fühlerleeren, einfach hier Fühlerleeren dazwischen. Ne? Ich muss jetzt dann die Tage noch die ganzen Fingerdapper und die Staubansammlungen beseitigen. Ja? Und ich sagte es ja, mir gefällt sowas nicht, mir gefällt sowas nicht. Die Kappe hier muss ich schauen, wo ich die versaubeutelt habe. Ja, jetzt also genug Platz,
die ist ganz ausgefedert. Da passiert auch nichts. Den Hauptständer müssen wir uns noch überlegen, wie wir das machen. Dann die Fußrastenanlage hier, Schalthebel. Letztendlich hätte ich halt noch gerne gemacht oder ja, machen lassen den Motor. Da habe ich schon einen neuen Stopfen, der kommt dann noch da rein. Ja. Also es wird noch ein bisschen verfeinert, wie hier hinten. Das ist, glaube ich, Leerlaufkabel oder sowas. Der Stopfen, der da das Öl rausdrückt oder die Dichtmasse oder was da auch immer war. Ja, jetzt sehe ich gerade, hier muss ich noch die Aufhängepunkte beseitigen. Aber der Rahmen ist top geworden. Die restlichen Teile werden auch noch top. Ja. Hier den neuen Lenkerhalter aufbereitet. Diese Halteschrauben, die nicht dabei waren, und die Muttern. Dass das natürlich nicht ewig hält, wenn die so geschliffen sind, das ist klar. Vorne muss ich natürlich noch die eine oder andere Schraube anziehen. Aber mir war es jetzt erstmal wichtig, dass ich ein Rolling Chassis habe. Dass der Motor fest ist, das ist er jetzt, er ist drin, er ist fest. Wir werden uns jetzt Step by Step darum kümmern, dass die Grundfunktionen alle gegeben sind. Wir haben ja den neuen Stator, ist das? Martin, Zamschchannel, Stator, nee, Rotor. Das ist der Rotor, weil der sehr rotiert. Und das andere ist der Stator, der ja statisch feststeht. So habe ich das, glaube ich, mal gelernt vor 40 Jahren. Das Teil ist da drin. Das da. Da haben wir ja hier neue Kohlen. Und das ist der alte, der ja, wie man sich erinnert, hier sieht man es, ja, deswegen ist auch die, mit Sicherheit die Ladekontrolle damals nicht ausgegangen. Ich muss mich natürlich um das hier kümmern. Ja. So ein Kabelbaum geht nicht durch bei mir. Aus dem Grunde hier komplett neuer Kabelbaum. Ja, viele Anbauteile sind verranzt und die bleiben auch verranzt. Ich hätte sowas natürlich geschliffen und lackiert und wieder in Schuss gebracht und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Lackierarbeiten sind teuer und dafür steht kein Budget mehr zur Verfügung. Es steht kein Budget mehr zur Verfügung. Zum jetzigen Standpunkt, vielleicht lassen sich Hans-Peter und Chris ja noch überreden, nochmal so ein paar 100 € in die Hand zu nehmen, dass wir das hübsch kriegen. Ja, also auch die Funktion der Federvorspannung funktioniert. Und wie ich es gesagt habe, aufpassen, das ist rechts und links nicht gleich, weil der geht nach außen. Wenn man den jetzt hier rüber montieren würde, den Dämpfer hier rüber, dann würde das auch nach außen gehen. Also in diese Richtung würde hier anstehen. Deswegen ist der einmal links betätigt und einmal rechts betätigt. Im Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Das ist der Nupsi für Beiwagenanschluss. Ja, und ansonsten, jetzt muss ich noch schauen, das Teil hier muss darüber. Und da werde ich den hier nochmal abschrauben, das verschieben, dass ich den hier vorne dann anschrauben kann. Da sind wir daheim. Ja, Lenker kann man jederzeit einen neuen Lenker montieren, weil ich glaube auch, dass der ein kleines bisschen verbogen ist, aber da möchte ich jetzt mal nichts weiter dazu sagen, außer wir sind mit einem Rolling Chassis am Start. Und da wir schon am Start sind, einen kurzen Blick. Das ist Chef seine Vespa, da wird es auch Videos geben davon. Das wird ganz was Feines. Ja, die wird grundrestauriert, ist zwar eine neue, aber die gigantisch. Ja. Hier hätten wir den Mini, das ist jetzt halt dunkel, ich habe kein Licht da, aber das ist egal. Hier sieht man es, er ist innen lackiert, er ist innen gedämmt mit Dämm. Man sieht es da hinten, dieses Raue vielleicht, na, sieht man nicht, leider Gottes, ich habe hier nicht genug Licht. Ja. Da kommen wir dann, da ist der Kabelbaum. Was jetzt wichtig ist, hier haben wir schon mal die Front bekommen. Er kriegt ja eine komplett neue Front. Die werden wir
die Tage anpassen. Ja? Dann wird geheftet, dann wird wieder angepasst, dann wird wieder geheftet, bis es letztendlich dann punktgeschweißt wird. Ja? Türen, alle Blechteile, die Karosserieverbreiterungen liegen hier. Ja? Der Tank wird noch gemacht. Also hier geht es auch weiter. Und wie gesagt, von dem Teil wird es ein Video bis 2 bis 3 geben. Das wird, wenn es wirklich so rauskommt, wie es gedacht ist, gigantisch. Dann haben wir hier den Energy Roller vom Tommy. Den haben wir jetzt am Wochenende auch noch fit gemacht. Also das Ganze, was ihr hier seht, das ist 2 Tage Arbeit. Alex, winke, winke. Fein, fein. Ja. Tank ausgebaut, Tank gereinigt, Vergaser, Ultraschall gereinigt. Technisch durchgeschaut, jetzt wird sie noch sauber gemacht und dann kommt sie in den Verkauf. Die kann also käuflich erworben werden. Der kleine Roller, preislich müssen wir mal schauen, was Sache ist. So, und seid ihr jetzt auf dem Laufenden, was hier so abgeht? Demnächst kommt die Beta 200. Dann haben wir ja noch die GS 500 ist fertig. Der Vespa-Roller ist fertig. So. Sitzen Sie jetzt besser? Viel besser. Gut, viel besser. Ja, ich sitze besser. Danke der Nachfrage. Ich? Sie? Nein, doch. Oh. Militäre Viagra, soweit fertig. Müssen wir noch durchs Pickerl prügeln. Die Blue Devil, das Motorrad meiner Frau, von meinem Weibchen, möchte ich vorne nochmal Auslassventilspiel kontrollieren. Das werde ich nächste Woche machen, Montag oder Dienstag. Das werden wir sehen, also morgen oder übermorgen. Das werden wir sehen. Speaker hat sie schon. Abgaswerte, ja, für eine 30 Jahre alte Maschine absolut in Ordnung. Also im Sollbereich, obwohl nur per Gehör eingestellt. Dann haben wir, was haben wir noch? Die Riju, das Ex-Moped von meinem Sohnemann. Das muss ich jetzt noch die Teile bestellen. Ich warte noch auf diverse Login-Daten vom Großhändler. Ja, also Step by Step, ein Schritt nach dem anderen geht's voran, ihr Lieben. Und aus diesem Grunde sage ich herzlichen Dank für euren Daumen hoch und einen schönen Muttertag an alle Mütter, die zuschauen. Und herzlichen Dank für eure zahlreichen Kommentare. Ihr seid dabei, wie der liebe Heinz vom Kaffee Racer Bike Design immer so schön sagt, den ich auch recht herzlich grüße. Ja. Ja, ihr wart dabei. Also der Spruch ist echt gut. Da hat er sich wirklich was, ja doch, gefällt mir außerordentlich gut. Es macht ja mittlerweile ja auch die Runde. Ja, rechtes Eck, mal einen alten Teil von den Anfängen der BMW R50 und im linken Eck hätten wir das Abonnement für die zukünftigen Gemeindemitglieder, den Rest kennt ihr. Und bleibt mir mit dem Alex vielleicht, wenn der mal hier rüberkommt, der könnte den Stuhl gleich mitbringen, dann ist er aus dem Weg. So. Nur damit er auch mal wieder dabei ist, ihr Lieben, er lebt noch. Er lebt. Er lebt, es lebt. Er wird immer dicker, der Kleine. Stimmt gar nicht. Stimmt nicht, nein. Ja, 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 alter Hund, hä? Mhm. Mhm. Ja, ja, also die HTL hätte ich jetzt geschafft, jetzt kommt die Matura, ne? Die ersten 3 habe ich schon positiv, da habe ich noch nichts gehört. Also. Fixte, ersten 3. Und dann hast du noch wie viel? 3, 4? 2 mündliche. 2 mündliche? Ja, mündlich bist du immer gut. Naja. Mündlich bist du gut. Machen wir so. Machen wir so. Alles klar. Ihr Lieben, dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als bleibt uns gewogen. Pfiat euch. Baba. Klappt immer noch. Das ist ja.